Hallo, wir sind Alisa und Janina von der Landesgartenschau Kirchheim und wir wollen euch heute mal zeigen, wie man Samenbomben macht. Von daher kommt am besten mal mit. So, für die Seedbombs oder auch Samenbomben genannt, brauchen wir einmal Erde, Tonerde, da kann man auch die Heilerde vom Drogeriemarkt nehmen, dann noch Samen, am besten regionale, also heimische und ein bisschen Wasser. Und wir beginnen jetzt erstmal damit, dass wir die Erde in einen Topf geben. Und zwar muss man bei der Erde immer ein bisschen gucken, dass es auch fein genug ist. Also ihr könnt es auch gerne durchsieben oder erstmal schauen, ob da Ästchen oder Steinchen drin sind und die dann entnehmen. Genau, ich habe jetzt mal einen Teil Erde genommen, ein Dreiviertel davon ungefähr Heilerde, Tonerde, das kann man jetzt auch mit dazufügen und dann noch ein paar, das kann alles dazu, genau, und dann noch ein paar Samen, aber nicht zu viel, dass sie dann auch schön aufgehen können. Genau, das reicht dann auch schon und das Ganze jetzt erstmal vermischen. Und wenn man es vermischt hat, erstmal ein bisschen Wasser dazu tun. Also es sollte nicht zu viel Wasser sein, deswegen sich da erstmal rantasten und vermengen. Genau, da merkt man dann auch, ob noch ein bisschen mehr Wasser dazu muss, bis da so eine matschige Pampe entsteht. Und genau, noch ein bisschen mehr Wasser. Und ich denke, dann haben wir auch schon genug, um unsere erste Samenbombe zu machen. Und zwar ist es so, dass man die nicht kneten oder nicht rollen kann wie einen Teig, sondern man soll die eher quetschen, zusammendrücken, aber auch nicht zu fest, dass die Samen dann auch die Möglichkeit haben, sich zu entfalten. Genau, fest zusammendrücken. Und wenn man das dann gemacht hat, eine Kugel, die muss auch nicht immer ganz rund sein. Genau, kann man vielleicht noch ein bisschen drücken, dass noch ein bisschen Wasser rausgeht. Genau, und wenn das dann soweit eine kugelige Form hat, dann legt man das beiseite und dann muss das Ganze trocknen, so circa 24 Stunden und am besten immer mal wieder drehen. Also nach einer Zeit, wenn es dann angetrocknet ist.